So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Fallout 76. Hier ist wieder Nerosot. Und ja, hier haben wir eigentlich alles entdeckt und gemacht und getan. Ach, wenn ich das hier so sehe und es gerade ist, da können wir doch eigentlich nochmal eine Runde Mottenmann Equinoticum machen. So zum Warmwerden. Ich weiß, ihr könnt es vielleicht nicht mehr sehen, aber ja, einmal brauchen wir es noch für die Quest. Genau. For the quest, for the quest. Und mit dem Reden. Der ist schon wieder auch seltsam. Aber ich guck mal kurz, nicht, dass hier noch irgendwas runterlädt, aber eigentlich. Nee, der Stream läuft ja. Läuft, wir sind hier. Wenn hier noch eine Runde. Trinken. Wir haben auch noch dieses Hellcat, was weiß ich. Da müssen wir auch noch mal schauen. Vielleicht werden wir gleich noch ein bisschen was los bei unseren Kinder, Kisten. Hört alle zu! In der Stätte des Weisen gibt es drei Scheiterhaufen. Ihr Licht ist ein wichtiger Katalysator für unser Ritual. Die Stumpfsinnigen haben versucht, unser Licht zu dämpfen. Zerstört zuerst die Pflanzen, die jeden Scheiterhaufen umgeben. Jeder Scheiterhaufen wird von einem Beobachter betreut. Mal gucken. Wenn die Pflanzen zerstört sind, geben die Beobachter die nächsten Aufgaben bekannt. Beeilt euch, Kinder. Seine Geduld ist nicht so groß wie seine Weisheit. So, jetzt doch mal, oder? Jetzt doch mal. Widerliche Pflanzen. So. Ein guter Anfang. Doch wir sind noch längst nicht fertig. Falsche Propheten der Täuscher treiben sich an diesem heiligen Ort herum. Sie verunreinigen unser Ritual. Ich denke, das wird schnell gehen hier. Ihre schwachen Lichter müssen aufgehört. Jage sie. Vernichte sie. Tränke die Straßen mit ihren Anträgen. So, die haben wir auch weg. Hab ich das hier nicht? Was ist denn das für ein schöner Bug hier? Klebeband. Aufbruch im Morgengrauen. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, oder? So, wir suchen noch diese Hirsche. Die Hirsche? Hirsche? Haben wir sonst hier gesehen? Von mir so am Wasser. Ich hoffe, Stream und Ton und so läuft alles gut. Schwarzer Titanschrott, große Zahnräder und Stimpack nehmen wir gerne mit. Was ist denn hier los? Wir brauchen noch diese Hirsche, oder nicht?
Naja, so ein paar wurden jetzt auf jeden Fall abgegeben noch. So. Wir fehlen aber gerade absolut keine. Entschuldigung. Hey. Ach kommt, Leute, jetzt die letzten zwei hier. Eins noch. Ritualorte sind vorbereitet. Die Beschwörung beginnt, sobald alle Scheiterhaufen entzündet sind. Los, entzündet die Flammen, während ich den Staub des Weisen in die Luft bringe. Ah ja, die Flammen unserer Scheiterhaufen entzünden den Mottenstaub. Er bringt Erleuchtung, so kurz sie auch sein mag. Atmet ein, Kinder, atmet ein! Er blickt die Welt durch seine Augen, Kinder. Lasst Staub, Flammen und Dämpfe in euch hinein. Saugt alles auf. So erkennt ihr die Wahrheit. Ja, ich dachte, wir schlafen hier kurz in der Hoffnung, dass wir gleich diesen EP-Buff kriegen. Ja, jetzt haben wir. Haben wir Erfahrungspunkte kriegen. Ohne den Feuerschein kommt unser Gast nicht. Die Stumpfsinnigen nähern sich der Kirche. Töte sie, Kinder! Keine Gnade! Ah, der hat diese andere Waffe da. Dieses Gewehr, was wir schon mal gesehen hatten. Die Ketzer bringen brutale Bestien mit. Aber lasst euch nicht täuschen. Alle, die vor euch stehen, müssen sterben. Egal ob Mensch oder Bestie. Ja, das ist halt die Sache. Er geht jetzt runter. Jetzt ist aber hier keiner mehr. Doch, hier ist noch. Da. Gehen sie nämlich. Ach, sie kommen gar nicht rein. Wieso schießt er denn so auf die Tür? Das ist ja seltsam. So, den haben wir noch. Aber. Boah. Irgendwie fühlt sich hier gerade komisch an, wie das zu machen. Jetzt haben wir noch zum Werfen. So, hier sind alle weg. Ist eigentlich gut aufgestellt. Damit schießt er es auch nicht schlecht. Klebeband, Schießpulver nehmen wir mit.
So, noch 40 Sekunden, ne? Sie kommen auch hier rein. Suchteams, sieht ihr noch. Aber wir können eigentlich. Passiert ja nichts mehr, mehr. Doch, hier sind noch welche. Spürt ihr das? Der Weise nähert sich. So, 5 mm braucht man nicht. So ist Timpex vor Kriegsgeld. Wir müssen ihn einladen, ihm unsere Liebe zeigen und unsere Dankbarkeit. Drüben sind sie. Ich bin falsch. Singt, ruft, spott. Weiser Mott. Autosim Raider Powerpack. Einladung gefolgt. Auf jeden Fall haben wir es abgeschlossen. Sehr schön. Nur Insekten vor deinem Intellekt. Kommt, Kinder, lasst den Weisen auf euch blicken. So, das nehme ich mit. Bauplan Kettensägenlackierung, okay. Cool. So, aber dann würde ich sagen, dann haben wir das hier erstmal und gehen erstmal zu unserem Lager zurück hier. Da hier ist. Mich in Ruhe erstmal angucken. Das ist cool, ein Spiel hier. Das ist Settler, nicht mal Siedler. Naja. Und wir können hier Sachen verkaufen. Aber keine legendären Sachen. Na doch, 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 tatsächlich. Aber wahrscheinlich wäre das besser. Was steht da? Verkaufsplätze verwendet. Mhm. Ah, hier kann man da alles mögliche machen. So. Ja, das hat man ja sogar voll. Waffenlos hatten wir schon. Waffenlos können wir eigentlich mal dann direkt nehmen, auch wenn was. Oder bringt das viel Geld? Wie viel Geld bringen die denn? 100 tatsächlich. Dann verkaufen wir mal das Waffenlosding. So, Hilfsmittel. Gegenstandspreis festlegen. Und jetzt? Nee, dann kann man doch was zum Verkauf anbieten. Okay, das teste ich mal jetzt einfach, ob das irgendjemand dann nimmt. Was zur Haltung, wie auch immer. Pack mal noch schnell ein. Wände, Boden, da, Geschütze fallen. Lichter wäre auch nicht schlecht, oder? So ein Ding. Hier ist eine Lampe. Voltec, alternativ hier ist eine Stehlampe. Warum nicht? Mal
das passt natürlich auch alles nicht so rum. In der Mottenmann-Insektenfalle. Pack mal draußen hin. Benötigt Strom. Also hier so rein. Okay. Ist auch nicht schlecht, hier einfach mal so ein bisschen Flutlichter aufzustellen. Von der heiteren Seite. Aber mach keinen schlechten Witz daraus. Man kann auch eine richtige Lampe aufstellen. Weißt schon, in der Natur soll es für Inspiration nur so sprühen. Das ist ja auch cool. Mach ich eine hier hin? Und eine nach hier hin. Noch eine hier? Nee, das ist schon zu viel dann. Aber was ich eigentlich machen wollte, war Anzeigen. Und dann gab es auch hier diesen Heftständer, den würde ich gerne noch dahin machen. So. So, und dann kann ich hier nämlich sagen, jetzt haben wir hier noch Bockner der Barbar. Ich geh's mal alles rein. So, komm. So. 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 So, dann passt das mal. Ideen können wir aber rausstellen. Ja, ehrlich gesagt, nicht so schön. Weiß auch nicht. Auf jeden Fall passt das mal so. Und dann wäre die nächste Sache mit ein paar Sachen verkaufen oder ablagern zumindest. Wir sagen, wir haben hier unsere Rüstung. Packen die erstmal weg. Es ist ja jetzt noch genug Platz da, aber müsste doch mal wieder was verkaufen, ne? Es gab auch Set-Gegenstände, ja. Der kann auf jeden Fall weg. Level 3. Warum haben wir das nicht genommen? Weil es nicht so viel hat. Höhere Resistenzchance von 12. Ist ja auch nicht so schlecht, hätte ich gedacht. Aber wir machen es. Ich mach's auch einfach mal weg, komm. Schnell immerhin. Die müssen wir irgendwann nur mal benutzen. Auch. Punkte, die wir da haben. So, und dann haben wir jetzt nur noch die eine Sache mit. Zerlegen der ganzen Sachen. Einlagen der ganzen Sachen. Wieso haben wir denn immer noch 213 an Gewicht? Wie Schrott oder was? Jetzt ist er voll. Ist er schon wieder voll. Ressourcenpakete haben wir noch. Aber hier, das wiegt ja zum Beispiel auch. Todeskrallenklaue. Muss doch alles zerlegt werden. Dann passt das doch besser.
So, und jetzt kann ich es ja wieder reinlegen, ne? Da sind wir ein bisschen was losgeworden und hier ist auch wieder noch Platz, okay. So, wunderbar. Und natürlich immer noch viel. Achso, und dann können wir von den Camps noch ein paar verkaufen. Jetzt haben wir hier noch Munition, 50er. Das nehmen wir mit das. Floater Granate, obwohl ich die Eissachen gar nicht so gut fand. Zeigo, Nukaschan Vintage, Rezept Stimpack, wir hatten kein Rezept Stimpack bisher. Potato, du hast kein Mod. Geht noch. Ah, der Rest passt aus meiner Sicht. Gaute Klingkorn. So. Um der Falke, du solltest den gesamten Schrott zerlegen. Immer. Schönen guten Abend. Und guten Abend. Urim. Bist wohl auf jeden Fall neu hier auf dem Kanal, glaube ich. Jetzt hat mein Name nichts. Ja, ich weiß nicht, ich muss hier mehr Schrott zerlegen. Ich kann noch mal gucken, ob ich noch was anderes finde an Schrott jetzt hier gerade. Ja, der ist zum Zerlegen. Ich glaube, ganz als wir hier angefangen haben, habe ich nicht so drauf geachtet, mal abgesehen davon, dass dann manchmal so einfach aus Versehen ausrutscht. Hier, Gleichschrott ist schon Schrott, ne? Schrott ist Gleichschrott, Schrott. Ventilator. Noch ein Globus. Rosi-Teddy. Kaputte Pro-Snap, kann man das? Ich weiß nicht, ob das die Kammer, ob die so. Irgendwelche sollte man doch wieder zusammenlegen können. Liebeband. Naja, so ein paar haben wir hier auf jeden Fall Sachen. Lose Schrauben. Jetzt kann ich, wo wir das alles haben. Lötlampe. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie das alles gekommen ist, aber. So, dann haben, machen wir das ein paar Mal hier. Schreibmaschine noch, die wiegt auch viel. So, keine Ahnung. So, das jetzt erstmal. Die gesuchte Kamera ist dann unter diverses. So, müssen wir herstellen, haben wir gemacht. Schrott ist halt Schrott. Er ist schon richtig, verstehe das ja. Das mit der Kamera habe ich noch nicht ganz verstanden. Es soll eine extra Kamera geben. Ich hatte da jetzt zwei gesehen. So, jetzt können wir das alles lagern. So, wir können hier auch nochmal. Aber warum nicht gleich die Klingkornsuppe? Mal gucken hier, was wir hier hinstellen können. Na perfekt, da haben wir sogar ein paar Sachen da. So, und nochmal Tato-Saft nehmen wir auch mit. So, perfekt. So, und wie ist der Plan heute? Ja, was wollte ich eigentlich machen? Verloren habe in anderen Details wieder. Die Idee war heute, ob ich hier immer mal noch diese Holo-Bänder suchen muss, was ich eigentlich versprochen hatte, verteidige den Gutshof, dann machen wir das mal. Und dort was haben wir ja, eigentlich sind wir da gestartet, ne? Na komm, gehen wir einfach mal hin. Eigentlich weiter südlich wollte man und dann noch weiter nach Süden.
Angriff steht bevor. Fuzo Billings. Haben wir noch nicht entdeckt? Ich dachte. Hier haben wir wieder eine kaputte Kamera. Also, gut. Ja, irgendwas sollen wir hier abwehren. Ist ja auch ein Spieler. Haben wir gemacht, was bekommen wir jetzt dafür? Dieser tapferen Verteidigung? Wenn nicht so viel. Sind wir den letzten Mal angelaufen? Hier? Woods of Silver. Achso, Woods of Billings ist nochmal ein anderer. Gräber oder so. Ne, hier waren wir noch nicht dann. Genau, dann suchen wir mal. Hier gibt es eine Protestenstelle oder so. Das würde ich jetzt auch noch angucken. Es gibt eine kaputte Kamera, die man reparieren kann und damit ihr Fotos machen kann. Wenn man die hat, ist sie unter divers zu finden. Achso. Nee, sieht nicht so aus. Und die anderen kaputten Kameras, die ich da gehabt hatte, sind dann... Die anderen, die ich hatte, sind dann unter... Sind einfach so Schrott. Ein Moment.
So, da bin ich wieder. Sorry. Muss mal kurz telefonieren. Oder was steht hier? Für die Kamera ist fest. Da liegt irgendwo random eine Leiche rum. Okay, für die Kamera. Oder bei CZ hier. Und ein tolles Spiel. Toll, toll, toll. Alles okay. Ja, alles okay. Alles gut. So. Frage ist noch. Purim, der Falk überhaupt noch da? Habe ich jetzt so gelangweilt. So, beanspruche die Werkstatt. Das wollen wir jetzt nicht machen. Jetzt ja nur kurz zum Event hin. Was haben wir denn noch so? Water. Wenn man das giftige Wasser noch irgendwie ummodeln kann. Wenn es ein Stimpack-Blabber, dann habe ich jetzt endlich mal gesehen. Obwohl wir jetzt Stimpacks auch nicht wirklich. Mangelware haben ich nichts so richtig Mangelware. Das sieht ja irgendwie ein bisschen seltsam aus. Irgendwie ein seltsames Zeichensymbol. Klebeband, Wasser. Na, was mit. Zerlegen das, zerlegen auch das. Leider keine neue Modifikation bekommen. Irgendwo liegt eine Leiche rum wie die Kamera. So habe ich jetzt. So geht dann diese Quest, oder wie? Ist auch noch mein Haus. Jetzt, wo so viele Leute zurück sind, wollen sie sich alle an Orten wie Foundation niederlassen. Hier soll eine Hütte sein in den Bergen, oder ist es das da? Dann soll hier noch so ein Kultistenort sein, den würde ich mir jetzt zuerst angucken. Ja, scheint doch näher dran zu sein hier, der Friedhof. Jetzt seht ihr dich schon. Die Kultisten. Noch einer. Ich weiß nicht, ob wir hier gleich noch Katakomben finden. Das ist ein würdiger Tod. Das könnte sein, dass es da noch tiefer reingeht. Hier haben wir nun gleich einen kleinen Schuppen. Man sagt Vorsicht. Das sieht ja auch spektakulär aus. Komm her. Wirft er? Oh, ich dachte, das fliegt über mich drüber. Tat es leider nicht. Komm. Der blockt das auch komplett ab. Frech. Den hat es auch zerlegt. Da sind die einige. Komm her hier.
haben wir es vielleicht. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Den Rest zerlegen wir hier auch alles wieder. Splittergranate, Stimpack und so weiter. Rüstungen. Gucken wir erstmal, was wir hier noch finden. Schlüssel brauchen wir hierfür, das ist ja interessant. Hier gibt es so richtige Modman-Eier. Das Hauptgebäude scheint dann diese Kirche zu sein und einen Schlüssel hatte ich jetzt, glaube ich, bei den Leichen nicht gefunden. Warum spielst du nicht im Wetz spart enorm Money? Naja, weil er nicht so verlangsamt über die Aktionspunkte so wechselt. Außerdem bin ich halt so ein typischer Ego-Shooter-Typ. Da mag ich auch gerne sogar Kim und Korn. Beziehungsweise in diesem Fall ist er übers Reflexvisier. Ja, ich weiß aber nicht, ich glaube, der Hardcore Fallout-Leute, für die ist natürlich der vielleicht der Weltmodus so komplett das Ding. Oh, VATS. Wie es ausspricht. Mach dich auf das Urteil gefasst! Noch einer hier. Heiliger Mottenmann, bezeuge, wie ich deinen Willen vollstrecke! Okay, ruft bloß rum, aber. Oben oder was? Ja, oben. So. Manchmal, finde ich, trifft es ja nicht so gut auf höhere Entfernung. Und auch diese Anvisierung finde ich so schwierig. Also A ist das Problem, ne? Es ist nicht mehr verlangsamt. Fallout 4 war es ja noch verlangsamt, bei Fallout 3 war es ja komplett gestoppt. Hier läuft ja alles direkt weiter. Alter Schwede. Und das zweite ist, man kann auch nicht mehr so gut diese Körperteile auswählen. Also ich muss immer ruhig rotieren. Aber ich kann das nicht mal mit der Maus machen. Der Modus hat sich irgendwie verändert. Oh, Kanava, Mausoleumschlüssel. Den haben wir gesucht. Die Briefe und so lesen wir auch gleich. Du bist hier immer. Ich weiß nicht, ob sie mal sagen kann, die bauen das. Kommen wir nicht durch. Achso, und dann müssen wir da außen rum. So. Komm her. Kampfscharfschützengewehr nehmen wir mal noch mit. Das liegt an den noch fehlenden Perkarten. Achso. Ich könnte das, wenn ich das verbessere, dann kann ich noch. Nee, ich kann ja die anvisieren. Aber mit der Maus. Geht's halt nicht direkt. Würde ich sagen. So, wir wollen aber genau hier runter. Hier war nämlich die Kiste. Und die hat so bedingt interessante Sachen, aber na gut, wir können es schon gebrauchen. So ist ja nicht. Wenn du einmal einen Knopf anvisierst, schießt das jetzt immer auf den Kopf.
Ja. Und dann komme ich zu einem neuen Gegner. Beispiel irgendwelche Roboter. Und dann will ich nicht mehr auf den Kopf schießen. Und dann muss ich wieder beim Wechsel so halt durchrotieren. Das ist halt schon ein bisschen nervig. Und ich konnte, bin ich der Meinung, wenn ich jetzt nicht falsch im Kopf habe, halt ansonsten immer mit der Maus quasi drüber gehen und dadurch fand eine Erfassung statt. Und dann musste man halt einmal draufklicken und dann mit E bestätigen. So. Also hier war der Bezirksfriedhof. Ist noch irgendein anderes Haus, das man finden kann, keine Ahnung. Wird sich später mit Automatikwaffen unschlagbar. Ja, das habe ich auch schon ein bisschen so gehört. Kann natürlich alles gut sein. Ach, siehst du jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Wir haben natürlich noch was im Atomshop. Ein kostenloses Lagern-Kit. Und dann bei den nicht Social Challenges. Ja, du spielst auch noch Fallout 3, okay. Ja, das haben wir abgeschlossen auch. Ich glaube, das wird gleich doppelt. Verkrüppelt einen Blutadlerarm. Ja, tötet Verbrannte. Das ist an sich alles machbar, würde ich sagen. Probenhauer, die würde ich vielleicht nochmal neu werfen. Verkrüppelt einen Todeskrankkopf. Naja, okay, da würde ich doch wieder die Grubenhauer nehmen. Naja. Das heißt, wir haben Blutadlerarm. Genau, allein schon jetzt für die Quest müsste ich auf den Arm zielen. Im Fallout 3, ja, das war ja auch gerade im Angebot. Ich habe ja immer noch, aber auch noch die Game of the Year Edition. Weil ich kriege die irgendwie bei Steam nicht rein. Und dann habe ich das Spiel von Steam gesehen. Wo es teilweise schlecht bewertet. Weil, der ist so freundlich. Wenn das hier der nicht freundlich ist. Und treu auf die Mohaie. Ja. Weil es irgendwie abstürzen sollte bei der Steam-Version. Dann. Black Eye. Bruiser. Schaust du mich an? Ganz blöde Idee. Hier können wir was zerlegen. Alles zerlegen wir nicht. Abzug, Impro. Länger der Standardlauf. Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach auf was Legendäres, also legendäre Teile. Ist das bei dir lief? Ist es also. Nicht so unproblematisch, sagst du. Na, da haben also jedenfalls mehrere von berichtet und dann finde ich es ein bisschen blöd, weil ich sage, ja, dann muss man es einfach nur mal ein bisschen testen. Witzig, hier haben wir so ein Boot. Ist wohl fest dann im Hafen. Dann haben sie da dran noch ein Haus gebaut. Wir haben ein echtes Meyerlurk-Problem. Bespawns. Meyerlurks machen Ärger. Kannst du mir helfen? Du hast Hilfe gesucht. Was kann ich tun? In letzter Zeit waren die Meyerlurks echt nervig.
Zuerst haben sie nach dem Fang unsere Netze zerstört. In jüngster Zeit haben sie am Dock versucht, den Wasseraufbereiter zu zerstören. Die mögen wohl das Geräusch nicht. Ist ein echtes Problem. Das klingt ernst. Ich glaube, ich kann dir helfen. Gut, weil Bruiser gerade erst einen Schwarm gesichtet hat. Die sind jeden Augenblick da. Und sagt, die rollst du später ab Stufe 50 alle selber. Ja, da muss ich sie halt selber rollen. Da war ich doch zu faul für. Braucht hunderte Module, ja, da geht's schon los. Da müssen wir erstmal was für sammeln. Warum hatte ich ja eigentlich eher gehofft, dass ich welche finde? Einfach zufällig. Okay, worauf springen? Könnt ihr nix? Hier, komm mal. Können die Pistole mitnehmen? Oh, Stufe 75 haben wir erreicht. Sehr schön. Damit haben wir einen neuen legendären Skillplatz für alle Charaktere auf diesem Konto freigeschaltet. Das gucken wir uns gleich an. Am Flatten. Ach, soll das dieser Sound immer ein Pups darstellen? Was macht denn die Stats Effekte? Was macht denn das? Stärke minus 2. Ja, das muss ja eigentlich nicht sein. Nehmen wir mal hier ein kleines Heilmittel, dazu haben wir es doch. Und noch ein Linkhorn-Suppe. Die Module kriegst du bei den Legendären, wenn wir nicht so viel spoilern. Ja, ja, ich hab ja einige. Ich habe ja auch 500 Scheine oder so. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche, was die ganzen Währungen immer so gleich machen. Also ich hab ja, es gibt ein legendäres Modul, da gibt ja einen Kern oder so. Und dann, wenn ich die verkaufe, die legendären Sachen, dann kriege ich ja dafür Punkte oder Scheine oder sowas. Okay, schon mal zu. Oh, ich glaube, die sind ja nicht äquivalent mit legendären Modulen. Ich hätte hier raus. So. Ist auch noch einer. Machen wir einen Nahkampfkampf hier, kann ich auch. Du machst doch ein bisschen Schaden im Nahkampf, wirklich gerade. Indy. Bist du neu hier? Ja, ich habe viel zu tun. Scheine gibt's Module, okay. Wo? Wie kriege ich dann wo? Ich wusste nicht, dass wir hier Frag Bruiser spielen. Bruiser? Foundation Schwindmann. Für Scheine gibt's Module, die muss ich ja irgendwo umtauschen bestimmt, ne? Ich schläft hier einfach nur, oder was? Erzähl doch mal, was hier abgeht.
was fragen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Brauchst du Hilfe? Wir könnten noch mehr Meyerlurk-Produkte gebrauchen. Es gibt einen lukrativen Markt und eine Menge Kunden in der Region. Wir verkaufen Produkte in unterschiedlichen Mengen. Meyerlurk-Fleisch gibt es im 10er und Weichschalen Meyerlurk-Fleisch im 5er-Pack. Meyerlurk-Eier werden in 15er-Chargen verkauft. Halt auch Ausschau nach Fleisch von Königinnen. Das ist eine echte Delikatesse. Zart, süß, lecker. Ist aber auch am gefährlichsten. Ich habe ein paar Meyerlurk-Produkte für dich. Gut. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ah, wir können das dann verkaufen? Möchte ich dich noch was fragen? Was du willst, aber ich habe nicht ewig Zeit. Was hat dich hier zu Bones geführt? Aber ich fasse mich kurz. Ich arbeite schon eine Zeit lang für Fishbones. Wir waren beide in der ursprünglichen Bande in Crater. Tja, Bones kriegt Dinge erledigt, kein Zweifel. Er ist aber auch ein ganz schönes Großmaul. Hat einen ziemlichen Ehrgeiz und lässt es die Leute wissen. Als sie die Chance hatten, ihn rauszubekommen, haben sie es gemacht. Und rate mal, wer mitgeschleppt wurde. Schlecht ist es hier nicht. Aber auch nicht toll. Klingt, als wärst du gern wieder ein Crater? Ich verwette meine Kronkorken, dass ich weniger Fische ausnehmen und meine eher herkömmlichen Fähigkeiten einsetzen würde. Was hast du vor dem Krieg so gemacht? Würdest du mir glauben, dass ich früher unterrichtet habe? Aber versteh mich nicht falsch. Ich hatte es noch nie mit dem bequemen Leben. Kinder disziplinieren, kann man solche Fähigkeiten als Raider gebrauchen? Soll das ein Witz sein? Ein Überfall auf die Trottel aus Foundation ist mir lieber als meine alte erste Klasse. Besonders montags. Okay, ihr habt alle Spitznamen. Wessen Idee war das? Bones Idee. Behauptet, das wäre gut für die Moral. Das hat er wohl vor dem Krieg in einem Kurs für Führungskräfte gelernt. Der mag seine Kosenamen so sehr wie den Buchstaben B. Schräger Typ. Er mag den Buchstaben B? Soweit ich weiß, irgendeine seltsame Manie. Er nennt uns immer Blackwater Bad Boys, wenn er gute Laune hat. Klingt schon nicht schlecht. Okay, ich hätte da noch eine andere Frage. Was denn? Ich muss los. Das ist die Frage. Okay, also hier können wir das miteinander verkaufen. Im Elchdieb gibt es eine legendäre Händlerin. Achso, das war... Der Rusty Pig, ne? Witzig mal, dass das war. Und dann konnte man das bestimmt dagegen eintauschen. Und hat dann so ein Modul bekommen. Muss ich nochmal gucken. Ja, dann wäre ja wirklich die Frage, was ist die Grundrüstung? Wenn wir Rüstung so selten finden, wenn man dann sagt, ja, Roboter-Sachen, Lederrüstung, Fallensteller, eine Kampfrüstung. So, jetzt waren wir hier. Wollen wir weiter nach unten? Weil der Plan ist ja so eine Bot-Parade. Bau und beschütze Modus automatische Patrouille. Nö, nee, wir gehen hier ruhig noch ein bisschen runter, dass wir noch ein bisschen sehen, was wir erleben. Aber was erleben, auf dem Weg sehen, ist mal nicht. Nee, nix hier zum... Ich hätte mal noch was reparieren können. Von der Rüstung, das kann wieder schwierig werden. Naja, mal gucken. Bauprotektron ist da. Ja, hier waren wir mal. Hier waren die Jungs, die da eigentlich hätten zur Stille in Bruderschaft vielleicht gehen können. Wollen wir mit denen nochmal reden? Das wäre mal witzig. Ich schütze und
und diene. So, gucken wir mal rein. Aus der Putnaps. Die wollten Hallo, ja eigentlich. Schön, dich zu sehen. Alles in Ordnung, Marty? Ja, schätze schon. Trotzdem Mist, dass ich nicht zur Bruderschaft konnte. Mama sagt, ich soll mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wenn das Hier und Jetzt doch nur mehr wäre als Dreck und eine Scheune. Denkst du immer noch darüber nach, dich der Bruderschaft anzuschließen? Ja, natürlich. Vielleicht laufe ich irgendwann weg und versuche beizutreten. Das ist doch erlaubt, oder? Gab es Ärger auf der Farm? Nee, nichts Ungewöhnliches. Nur Schädlinge und Viecher, die manchmal an der Ernte knabbern wollen. Okay, pass auf dich auf, Matti. Ebenfalls. Naja, dann gehen wir mal weiter. Ja, sein könnte es noch was Besonderes passiert. Ja, da müssen wir vielleicht echt mal noch mit der Rüstung da komplett drüber gehen. Oder wahrscheinlich, weiß nicht, eine Raider-Rüstung. Eine Kampfrüstung würde ich eigentlich gerne dann nehmen. Oder ich guck mal, was ich herstellen kann. Das wäre vielleicht auch sinnvoll. Naja, müssen wir mal beim nächsten Rüstungsdingens gucken. Bei der nächsten Rüstungswerkbank. Hier ist nochmal irgendwie ein Turm. Leuchtturm. Ne? Eine Cherry-Fabrik. Eine Coca-Cola. Da, wo wir den Impfstoff hergestellt haben. Und dann kommen wir hier ins südlichere Gebiet. Richtung Vergnügungspark. Ob wir die Achterbahn benutzen können. Ich fürchte ja nicht. Da, Campenpark und Bagley. Da wollen wir hin. Relish ist auch. Hier haben wir eine Hütte. Wo man rein kann. Und das Standbild, oder war das der Kühlschrank? Du wirst die Kugeln immer mitnehmen, enthalten Plastik. Ja. Ich hätte aber noch nie, dass mir Plastik fehlt. Es regnet richtig draußen. Ist das richtig? Ja, das finde ich aber cool. Man kommt hier rein und auch wenn es nicht so intensiv draußen geregnet hat, einen sehr schönen Puppenkopf. Hermi. Hier haben wir eine Red Kakerlake mit einer Melone und einem Gehstock versehen. Und ein Ehering hat die Kakerlake. Ah, das ist wieder Fallout-Humor. Modische Brille, lässiges Outfit. Spielzeug Alien. So, gibt's hier noch einen Keller? Nee, nee. War einfach nur ein verlassenes Haus. Raider Reap ist da. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ne?
haben Stufe 90. Wir haben Skillpack Stufe 75. Skillpaket haben wir. Der E-Ring ist einzigartig, nicht zerlegen, okay. Fleischklopfer, Teamsanitäter, Party. Nur charismatische Sachen haben wir bekommen, das muss ich nochmal gucken. Positive Mutationseffekte sind 25% stärker. Wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In die Reha-Klinik. Mhm. Fleischklopfer, dein Ziel erleidet 5 Sekunden lang 5% mehr Schaden, nachdem du angegriffen hast. Nahkampfwaffen oder was? Positive Effekt vom Vorkriegsalkohol verdoppelt sich. Wenn ich hier noch mehr mache, verdreifacht sich das so. Unterdrücker senkt den verursachten Ziel. Schaden des Ziels 2 Sekunden lang um 10%, nachdem du angegriffen hast. Mhm. Der E-Ring hier soll besonders sein. Können wir den denn tragen? Ja, anscheinend. Wie im vierten Teil, würde ich meinen. Nehmen wir den zufällig? Ja, Tatsache, wir tragen ihn auch. Okay, cool, cool. Aber da Raider Deep, jetzt ist er feindlich. Der nicht. Gibt es nur an dieser Stelle, sagst du. Okay, da haben wir Glück gehabt. Und respawnt er auch? Ich hab dir nichts zu sagen. Wenn man, später wieder hingeht. Dabei ein Stimpack und Co. Oh, ist der Camden Park. Camden Park. Rides Picnic. Hinten sieht es so aus, als können wir noch ein paar Sachen zerlegen. Gucken wir gleich mal hin. Nächster Eingang. Gehen wir einfach mal den normalen Weg rein. Trading Post, Supplies und Medical. Und jetzt hier. Meister Drostos. Radioaktives Roundup, Karussell sind hier. Hauptattraktion ist wahrscheinlich einfach der Widowmaker, heißt jetzt mal wirklich, das tut meine. Und dann haben wir hier noch, keine Ahnung, 9, das ist 9. Und Kohleschacht. Schacht. Doch nicht reines Responderlager, beziehungsweise sind die Responder, aber die scheren sich hier nicht so richtig um die Branden. Der Boss ist okay. Du bist der Boss. Terminal. Meinen zweiten alten Ring, aha.
Perfekt, dass Sie hier sind. Wir alle im Campenpark und insbesondere Mr. Fuzzy hoffen, Sie hatten einen amüsanten Aufenthalt. Sie können hier Ihre Mr. Fuzzy-Marken gegen fantastische Preise eintauschen oder einfach nur einen Blick auf das Angebot werfen, damit Sie auf Ihre Lieblingsbelohnung sparen können. Mr. Fuzzy-Preis. Mr. Fuzzy Bleistift, 5 Marken. Mr. Zehnmal Pellibel Munition. Zuckerwasse, Bissen, Gummibonbons, riesiger Plüsch, Mr. Fuzzy. Mr. Fuzzy Bergbauhelm, Paddyball, Campenkeule, Super Comic Buch. Mr. Fuzzy Kostüm und den Kopf, okay. Und dann die wertvollsten Sachen, dass man dann sich so anziehen kann wie dahin. Ja. Hier ist Karussell. Wir sehen, Achterbahnfahren sieht nicht so gut aus. Na, hier bewegt sich nichts mehr, außer halt die Kuhle. Hier mal was zum Zerlegen, machen wir mal. Ja, da müssen wir aufpassen, genau, den kann ich jetzt zerlegen und... Ich wüsste nicht mehr, was ich davon bekommen würde. So. Die Enklave Bot-Parade wird betreten. Ach, dann machen wir das halt mal. Es gibt ein reizendes Roboter-Herstellungssystem, mit dem Sie uns bitte verbinden möchten. Alle verfügbaren Mitglieder können sich bei diesem Botstock melden, um den Vorgang einzuleiten. Wir bitten Sie, die Bots zu bewachen, während wir sie für unsere Patrouille umfunktionieren. Das wäre alles. Doch, hören wir mal. Daneben nicht. Ob ich eben gerade nur da runtergegangen bin? Schade. Wo kommt das jetzt nochmal? Keine Ahnung. Noch ein paar verbrannte Okkultisten, Hohepriester. Wolltest du dich verstecken? Was hoffst du? Göttliche Macht des Mordenmeisters zu richten. Geben wir uns die beide ab. Da ist er schon gestorben. Des Unterdrückers. Das ist mal Pistole. Das wäre gut für die Grubenhauer gewesen. Ja, die Quest haben wir auch nicht mehr. Hätte uns dann also auch nicht geholfen. Seien Sie gegrüßt, geschätzter Besucher. Willkommen im Camden Park. Oh, Moment mal. Sind Sie das?
Tut mir leid, aber meine Gucker funktionieren nicht optimal. Na los. Welches Maschinengewehr MG42? So. Das ist eigentlich kein leichtes Maschinengewehr, oder? Sind spät. Ich habe sogar schon den Boss. Der Miller-Mitarbeiter. Stoßdiebstahl. Das wird sich unbedingt durchgucken, muss ich sagen. Mal gucken, ob wir hier, wenn wir hier drauf klettern. Vielleicht ist in dem Wagen noch was. Und hier ist noch der Minor-Sohn. Bündel. Auch nichts Besonderes. Hier so ein kleiner. Oh. So, jetzt habe ich Kopf gemacht. Hier so ein bisschen. Hey, jetzt habe ich die Cola-Flasche. Was zwischendurch zu essen. Kleiner Kiosk. Auch lang laufen, ne? Was ist das hier? Achso, hier hat das Ganze gestartet eigentlich. Liegt sich aber leider nicht. Oder gab es nochmal eine andere Schiene, die irgendwo lang ging? Keine Ahnung. Wenn man hier lang geht. Ist ein Autoscooter. Achso, das war einfach nur eine kleine Rundstrecke. Hast du an der Brücke mit der Tür? Ach, guck mal, hier ist auch noch einer von den. Von den. Mysterien, der Gruppe der Mysterien. Der Orden der Mysterie. Nee, ich weiß nicht, was du meinst jetzt, was du, ob ich mit der Brücke mit der Tür war. Der Brücke mit der Tür. Und nicht? Hier, wo ich eben gerade drüber gelaufen bin. Wem sind die noch? Der Prügler kann man da nehmen. Oh, hier haben wir noch eine Zeitschrift. Leben und Leben. Take yourself sober. $39. Hier River George Brücke. So eine große, ne? Wann haben wir die mal ein bisschen gesehen? Oh, ich wüsste aber jetzt gerade gar nicht, wo die ist. Ich war mal ein bisschen an einer Stelle davon, glaube ich. Hier, oder? New River George Brücke, Westen, ja. Hier waren wir an der Stelle, aber wir sind nicht rübergegangen. So, jetzt wollte ich noch genau gucken, ob wir da langlaufen können. Leitet sich ja hier ein. Und dann hier lang. Okay, wir sind nicht der Einzige, der hier wartet. Auch hier können wir was aktivieren? Nee. Wir können es hören. Irgendwie hat mir Brandon die Putzpflicht unter dem Widowmaker aufgebrummt.
Eine Gruppe von Kindern muss sich hier ihres Mittagessens entledigt haben. Typische Kotzreaktionskette. Einer fängt an, die anderen hinterher. Die Bilder waren übrigens unbezahlbar. Aber Brandon wird sich freuen, denn ich habe hier unten eine 100-Dollar-Note plus Kleingeld gefunden. Viele sagen, dass es sich nicht lohnt, aber ich musste hier irgendwie raus. Und wenn ich dafür gegen Bezahlung Kotze aufwischen muss, dann ist es eben so. Ist es ebenso. Und irgendwelche spannenden Mr. Fuzzi mit Bord hier liegen. Zwei mit dem Westbrückenschlüssel. Aha. Das was mit dieser Brücke zu tun? Du sagst, keine Tür gefunden. Nee, eine Tür hatte ich jedenfalls nicht gefunden. Jo, so. Schießpulver. Ja, du hast ihn, okay. Apo. Dankeschön. Genau, schnell hin. Wenn wir das jetzt hier, wir kommen hier schnell wieder zurück, das ist ja kein Problem. Gucken wir uns das mal an. Westbrückenschlüssel. Da müssen wir nochmal gucken. Alles kein Ding. Da weißt du auch dann so, jedes kleine Detail wirkt so, ne? Ja, ich weiß aber gar nicht. Mal die hier wegschaffen. So. Und dann, hier soll eine Brücke sein. Aber hier kommen wir runter. Ja, hier soll eine Brücke sein. Ja, offensichtlich ist eine Brücke, eine Tür soll hier sein. Hier runter sind wir auch nicht gegangen. Aha, hier ist aber eine Tür, ja. Die war nicht offen? Wäre nicht offen gewesen, oder wie? Hier ist auf jeden Fall Raider, kleine Power-Rüstung. Oh, da steht was drin, ne? Love, honor and cherish. Aha, aber kein Name. Interessant. Jetzt könnte ich aber nicht sagen, ob das derselbe Ring ist wie aus Fallout. Hier, ich glaube nicht. Auf jeden Fall nicht. Denn Fallout 76 spielt natürlich weit vor Fallout 4. Aber vielleicht haben sie trotzdem die Anspielung so gemacht. Bei dem Flugzeug, beim Flugzeug soll was sein. Schweißte Taschen, Raider, Brustteil. Zerlegen wir gleich, oder? Thank you.
Ero und Co. Fusionskern. Okay, das war's, oder? Ich habe jetzt nichts übersehen. Was meinst du mit richtig? Ja, dann gucken wir doch direkt hier wieder weiter, wo wir heute machen wollten. Campingpark. Aber stand jetzt nicht so da, also es sah nicht so aus, als wir etwas aufschließen müssen. Eine seltene Stelle für Zuckerbomben. Aha. Wieso sollten wir Zuckerbomben viele haben wollen? Keine Ahnung. Wäre nicht offen gewesen, das ist okay. Ach, das ist die Rückseite von dem Ding hier. Hab ich schon gewundert, was ist das denn? Da wird schon felsig, aber hier, man sieht wirklich, ist ein grüner Strich noch. Hört aber da dann auf. Und hier ist die Brücke eingestürzt. Ein Boot. Beckley und Mount Blair. Und hier wollte die Enklave irgendwas machen, wa? Botstop Terminal. Brauchen Sie Hilfe? Nutzen Sie Botstop Systeme offline. Coca-Cola Avenue. Denn nochmal mit dem zweiten Roboter. Den zweiten Roboter? Ich weiß nicht, wo du bist. Ein Vergnügungspark da oder was? Eine tägliche Quest wollte ich jetzt nicht angehen. Ja, hier drüben beginnt wieder die Einöde. Hier ist noch grün. Bevor hier noch eine Art kleiner Bunker kommen oder so. Ist das hier was Gelbes? Hier ist noch jemand. Hier. Ich sehe den Geist schlecht. Wenn du nicht richtig hinschaust, dann entgeht dir das, wonach du suchst. Region am Stiel. Fischsalzturm. So, hier. Ach, hier, das ist wieder so eine Luftanlage. Mit denen haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Was sollst du aufhören? Du Bemerkung machen? Nö, kannst du ja machen, ist ja jetzt nicht. Spoilerst ja nicht. Ich kann ja auch dann noch entscheiden, was ich mache oder nicht mache. Jetzt mache ich hier erstmal, dass ich hier rauskomme. Irgendwie. Jawohl.
Luftaufbereitungssystem-Terminal. Ja, auch das ist wieder nicht verfügbar. Plünderer. Das gehört mir. Ich war zuerst hier. Jetzt hab ich's. Ist hart, hier über die Runden zu kommen. Stört ihn nicht so. Hier ein bisschen Hack. Bisschen Fleischgericht, das müssen wir nur einige Male machen. Hochleistungsmagnet. Jetzt, oh, dann Leute zurück sind, sie sich ein bisschen Sprengkapselbox. Könnte alles hilfreich sein, wer weiß es schon. Und da oben ist Bagley. Fliegenklatscher, hol einen beschädigten Vertibot vom Himmel und schnapp dir den Schrott. Der Luftreiniger. Keine Ahnung, gucken wir mal hier. Neue sonstige Quests verfügbar. Spiele auf den Dächern von Bagley Musik. Das machen wir mal aktiv hier. Hallo, jemand hier? Give our jobs back. Or will we take yours? Eine Quest? Okay. So läuft man in den Hinterhalt. Da haben wir einen. Das heißt, hier ist nochmal auch ein schöner Hohepriester, bevor ich es auch vergesse, da hatten wir doch eins eingesammelt. Oh, Level 3. Legendär 3. Was war denn das für ein Geräusch? Ach, ist das ein Mod, Mann? Oh oh, hau ab! Wenn es ein Modmann ist, dann würde ich gerne Feuer trinken.
Was ist das denn? Wendigo ist hier. Das war das Geräusch, kein Mottenmann. Sind halt auch immer ganz schön eklig. Okay, so. Mann, nee, das habe ich jetzt genau. Aber ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. So, ich kann mich ja nochmal ausruhen. Ich kann euch mal leben. Ich nehme mal XP Boost. Um ihre Mitarbeit wird gebeten. Aber diese. Ja, Venigos. Initiiere Suche. Sind halt so schnell. Ich finde allein schon, auch die Ghule sind gar nicht so ungefährlich. Zumal ist das auch wieder ein Unterschied, so zu Fallout 4, ne? Mit dem, wenn der BATS-Modus nicht in Zeitlupe ist, hat man halt nicht viel Zeit zu reagieren. Und wenn da plötzlich so viele angerannt kommen, kann ich nicht mal eben Zeitlupe aktivieren und nochmal Ruhe nachdenken, sondern sofort reagieren. Und dann kann das schon mal ein bisschen panisch werden. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Ah, ich wollte es nicht trinken. Naja. Top of the World Werbepaket. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie Ihr Unternehmen wachsen lassen und Ihre Reichweite auf tausende neue Kunden am Tag vergrößern können? Ich möchte Sie herzlich in der spannenden Welt der Radiowerbung im Skiort Pleasant Valley willkommen heißen. Wir senden rund um die Uhr von Top of the World und erreichen damit die Ohren zahlloser Einheimischer und Urlauber in ganz Appalachia. Deshalb einschalten und durchstarten. Greifen Sie zum Telefonhörer, um einen Termin mit unserem Marketingteam zu vereinbaren. Ihr Geschäft wird boomen. Garantiert. Ja, und hier hatten wir ein Terminal von jemandem. Eröffnungstag. Der Eröffnungstag ist da. Ich kann es fast nicht glauben. Die Farbe ist kaum getrocknet, aber wir sind tatsächlich bereit, Sandwiches an die Jungs zu verkaufen, die Automaten in den Minen betreiben. Was sagst du jetzt, Dad? Du hättest doch nie gedacht, dass ich noch für irgendwas gut bin, als ich in der Mine aufhörte. Dieser Jefferson wird in einem tiefen, dunklen Loch zugrunde gehen. Du hast nie an meine Leidenschaften geglaubt, aber mir immerhin beigebracht, wie man ein klasse Sandwich macht. Jetzt müssen wir nur noch bekannter werden. Erster Monat. Was für ein Monat. Die Registrierkasse unten wurde schwer beansprucht. Grace hat uns dem Allerwertesten gerettet, als sie die Bestellungen entgegengenommen und den Laden geschmissen hat. Es war der absolute Wahnsinn für uns beide, aber ich könnte nicht glücklicher sein. Dads altes geheimes Familienrezept ist der eigentliche Held. Wir haben die Cranberries fast schneller verbraucht, als wir sie ankarren konnten. Aber sie sorgen eben für dieses gewisse Etwas beim Geschmack, das die Kunden wiederkommen lässt. Ein Sandwich-Monopol in dieser Stadt zu haben, schadet natürlich auch nicht. Was für ein Witz. Ich hätte es fast nicht geglaubt, als ich sein Schild ein paar Schritte entfernt hochgehen sah. Papa Moe's Super Sandwiches? Zunächst einmal, wer zum Teufel ist Moe? Charlie hatte noch nie einen Moe in seinem Leben, von dem ich weiß. Zumindest nicht, als ich mit ihm ein Klassenzimmer teilte. Dieser Schleimer hat in seinem Leben noch nie einen ehrlichen Dollar verdient und er hat sich nicht nur den Nerv, einen Laden zu öffnen, sondern auch noch direkt gegenüber. Und nicht nur das, obendrein wirbt er auch noch für Cranberry Sandwiches. Aber er kommt gegen mein Rezept nicht an, er wird zum Gespött der Stadt werden. Was geht hier ab? Seit 2 Jahren im Geschäft und nun jetzt den 2. Monat im Minus. Ich will mir nicht mal mehr meine Unterlagen ansehen, geschweige denn auf den neuesten Stand bringen. Ich habe so viel hier reingesteckt und doch ist es nicht genug.
Was macht Charlie nur? Was tut er in seine Sandwiches rein? Ich habe eins probiert und so schwer es mir fällt, das eigentlich zu gestehen, schmeckte besser als meine. Aber warum nur? Was macht er in die Soße rein? Was auch immer es ist, Beckley fährt voll drauf ab und kann gar nicht genug bekommen. Ich muss rausfinden, wo er seine Zutaten herbekommt, sonst bin ich erledigt. Nicht zu fassen, dass ich auf Chucklehead Charlie abfahre. Ein letzter Versuch. Bryce ist weg. Ich kann sie ihr nicht verübeln. Kann sie sowieso nicht bezahlen. Hab seit Wochen nicht geschafft. Und einen Schuldschein wird die Miete nicht decken. Ich hätte sie natürlich gerne irgendwo anders als auf der anderen Straßenseite gesehen. Bin fast umgefallen, als ich sie gestern mit dem idiotischen Logo von Papa Moore blickt habe. Das war's. Ich war heute Abend dem Truck hinterher. Ich weiß, dass er die Cranberries bringt, aber ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen. Ich habe jede Zutat in seinem Sandwich untersucht und ich frage mich nur, welche Cranberry-Sorte er verwendet. Nuklear. Unglaublich. Charlie macht es wirklich. Er benutzt verstrahlte Cranberries für seine Sandwiches. Ich wusste, dass er schleimig ist, aber ich hätte nie gedacht, dass er so tief sinken kann. Ich konnte es nicht glauben, als ich den Truck in dem verlassenen Steinbruch im Moor sah. Strahlungswarnschilder da überall und er fuhr mitten hindurch. Ein paar Stunden später kam er dann mit vollgeladen wieder raus und fuhr dann zu Charlie. Es war schlimm genug, dass er mich aus dem Geschäft drängte, aber Beckley vergiftetes Essen zu geben, ist wirklich das Letzte. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht morgen früh zu sehen, wenn ich ihn damit konfrontiere. Okay. Aufzeichnung, haben wir hier noch was? Aktueller Kontostand, minus 2500 Dollar. Aktuelles Jahr, Quartal 1, minus 915, minus 2300. Und davor im ersten Quartal richtig plus gemacht. Und dann wurde es wieder immer weniger. Tja, ja. So, hier waren wir ja über... Hier ging doch. Das da drüben ist der andere Sandwichladen oder wie? So, auf jeden Fall Musik spielen. So, aber wir können erstmal ein paar Sachen zerlegen. Das hier zum Beispiel auch. So. 35, komm weg. So, hier sollen wir was spielen. Also einfach so, ne? Lang genug spielen, dann kriegen wir doch bestimmt hier auch noch mal so ein Portal, hätte ich gedacht. Ja. Sind in guter Stimmung. Und das bedeutet. Doppelt so viele EP? Nee. EP-Regeneration ist noch hoch. Aber doppelte EP einfach. Ist wieder irgendwie doppelte EP-Wochenende, oder was? Ich bin bewundert, irgendwie, auch das Gefühl habe, dass wir so viel Erfahrung irgendwie kriegen. Hier, schon gehört. So, ist noch eine Gitarre. Brauche ich die nur kurz spielen? Die legt auch anders hin, das ist ja auch witzig.
Gezählt auch, okay. Das andere ist da hinten. Gib die Jobs zurück. Robohorn Taktiker. Na, siehst du, wie wir holen nochmal wieder Granaten lieber ausrüsten. Was haben wir denn noch so dabei? Jo, richtig viele Splittergranaten. Zack, abgeschlossen. Rang 25 erreicht. Und noch einer. Versteckt. So, dann müssen wir mal gucken. Sonst hier noch von den Seasons holen. Songs. So, hier. Das haben wir freigeschaltet, ne? Remira will ich haben. Verstehe das als. Wie wir haben wir denn 52? Ja, genau. Joseph David nehmen wir auch mit. Das Poster will ich haben. Ultra Seed Schrott Vorratskiste kostet der nichts. Nehmen wir es auch mit. Rip Daring. Das dürfen wir nicht nehmen. Burger Lackierung. Ah, vielleicht. Will ich auch die hier nehmen, ne? Menge ich mir jetzt genug. Das nächste wäre hier. Und ab Rang 30. Und man kriegt denn eine Verbündete noch? Entfernte Verbündete. Adelaide. Was heißt das? Entfernte Verbündete. Neuer War. Umgucken. 5000, okay. So, was haben wir hier? Eine Waffenwerkbank. Warum eine Waffenwerkbank? Ich kann mal gucken, ob wir was vernünftig anbringen können, aber ich glaube nicht. Das haben wir schon. Alte Garde. Verschluss des Verbanden. Das macht da alles weniger Schaden. Jetzt haben wir stabilisierter Stummelauf. Das haben wir jetzt. Wir haben justierter Stummelauf. Bisschen weniger Präzision, mehr Sachen beim Zielen. Na, das passt schon alles. Aktenfinder, da haben wir doch einiges freigeschaltet. Aber mehr ist hier nicht, ne? Egal, also keiner, der mehr Schaden macht. Doch hier, der wiegt mehr. Oh, warte mal, das ist noch interessant. Gewicht geht ein bisschen hoch, aber mehr Präzision aus der Hüfte beim Zielen und halt 50% mehr kritischer Schaden. Das finde ich echt ganz interessant. Ja, dann will ich den eigentlich haben. Lauf.
Hier auch würde die Reichweite weggehen. Dafür weniger Rückstoß. Nee. So, und hier hätten wir eine legendäre Doppelschuss. Oh, wir haben schon alles drin, ja genau. Minus Wertskosten. Ein bisschen was freigeschaltet. Faderverschluss. Besorg ein selbstgefertigtes Gewehr oder den Ausputzer. Meinst du das handgefertigte Gewehr? Oder was? Das haben wir ja. Das hier. Da fehlen mir halt vor allen Dingen noch Modifikationen für. Das ist schon ganz okay, aber... Ja. Hier haben wir eine Äxte. Sowas kann weg und sowas. Maschinenpistole, panzerbrechender Verschluss. Naja. So, hier sollen wir noch Musik spielen. Ein Banjo. Hallo? Stand aktualisiert. Haben wir jetzt noch einen anderen in sonstige Quest bekommen? Nee, nur ist abgeschlossen. Gewehr. Wieder einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. So eine Werkstatt anscheinend. Geh ich noch hin? So. Na ja, gut, dann braten wir das halt. Hätte mir nur eins gefehlt, dann hätten wir das machen können. Der Cremator ist OP, macht aber Spaß. Ist das nochmal ein besonderer Flammenwerfer oder was? Übertragen wir den jetzt? Nee, nee. Einen Flammenwerfer hatten wir. Detektor und Streikbrecher. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. So, gehen wir mal wieder runter. Books. Aber der Sandwichladen? Oder das hier? Sales Grinders? Grinders oder so? Ich sag gar nicht Sandwiches. Vielleicht auf der Seite noch? Nee. Hier? Ah, Big Papa Mo. Sandwich Shack. Das war der Laden, okay. Season Board Rang 22, also was habe ich alles? Wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Achso, was ich eben da gefunden habe. Ach doch, doch, das habe ich im Season Board von diesem Mal. Ah,
Die muss man herstellen oder was? Ich hab die mir jetzt nicht im Inventar. Wie ist da jetzt der Trick? Hallo? Wieder Schleichangriff. Und der Ausputzer ist noch stärker als das handgefertigte. Wichtig sind die Automatikverschlüsse bei beiden. Und legendär vierfach, ja, da sind ich ja noch nicht so, da ich so eine speziellen Sachen habe. Zack, da Kultistendolch. Ja, nehmen wir einfach mit hier die Sachen. So, haben wir hier Glück. Nicht wirklich. Aber dann kannst du mir vielleicht weiterhelfen bei diesen Atomraketen. Das wollte ich nochmal. Die einzige Hauptquest, die ich noch habe. In der Tod feuer eine Atomrakete ab. Ich muss ja diese Codes einsammeln, so. Und dann habe ich so Codes eingesammelt und dann dachte ich immer, ich muss hier beim Personaleingang, bei dem Whitespring-Bunker irgendwie was auswählen. Und dann habe ich noch ein bisschen so gelesen, habe ich es nur verstanden, eher, man muss dann mit diesen Codes schon zu den Standorten gehen, oder was? Kann ich, also renne ich dann in die Standorte rein schon und muss sie dann dort entschlüsseln? Weil ich weiß nicht, wo ich die entschlüsseln soll. Und es wäre eigentlich ganz witzig, das mal noch irgendwie zu zeigen, irgendwann mal zu machen. Auch wenn es ein bisschen aufwendiger wo ist. Haben wir hier noch... Wenn es so ein paar Hütten gibt, es gab die Rivalität dieser beiden Sandwich-Shops. Er sieht doch schon wieder nach aus, nach einem Kultisten hier. Oder warum leuchtest du so rot? So. Nee, wo? Ist Mitte. Da, hat man nämlich noch eins. Mann, doch, guck das. So, Supermutanten Beast, legendär. Der ist ja nicht ohne. Setz ich mal. Ne, ist er nicht. Ist noch ein Kultisten-Hochpriester. Noch einer. Okay, wir schießen jetzt mit Raketenblaster. Dann machen wir das.
Wo ist der andere? Regenerating Torso, aber auch das ist alles wieder wie die Power-Rüstung, ja. Also das Paket nehme ich wieder mit. Reitschatzkarte 10. Ich habe ein paar Raketen gehofft. Es gibt aber auch Nuka Knights auch jede Woche die Codes für jeden. Okay. Ne, vorher, es gibt Videos für die Entschlüsselung. Okay. Die so schwer. Aber ich kann im Grunde doch rein, oder? Wenn ich dann 8 Stück oder so habe. Ich könnte schon mal anfangen, mich da drinnen einfach umzugucken, oder? Und da kann ich es dann. Ist der Hinweis für die Entschlüsselung. Nee? Ja. Oh nein. Jetzt habe ich diesen Ring falsche Taste gedrückt. Zerlegt. Oh, ärgerlich. Ich hoffe, er respawnt irgendwann. Vielleicht kriegen wir noch einmal. Hat er echt nicht lange gehalten, weil er immer noch unter Neustand. Irgendwie besser verstecken müssen. Oder als Favorit machen müssen. Keine Ahnung. Oben ist er drauf. Das ist eine Waffenbank. Du brauchst die Codes. Ja, ja, das verstehe ich ja. So. Herstellen. So, ich weiß hier schwere Waffen. Nee, da kannst du nicht herstellen. Werfer. Kann halt. Bitte noch mehr von den Unterhebelgewehren herstellen. Das ist ein bisschen. Ja, auch. Oh. Unterhebelgewehr. Naja. 3 stellen wir mal her. Wollen die mal zerlegen. Schalldämpfer, solider Kurzerlauf. Zierter Kolben, immerhin. Ja, aber ansonsten, ich brauche die Codes und ansonsten geht's, oder wie? Weil dann könnte man das auch mal in Angriff nehmen. Also muss das halt entschlüsseln, okay. Oder dann mal zumindest in so einem Silo können wir uns mal umgucken. Weiß ich nicht. Ich habe eine Reise, Lettmantel mit Dropchance 1 zu
10.000 zerlegt. Klingt ja auch bitter. So, beansprucht die Werkstatt ist hier. Und dann haben wir noch öffne den Spind des Bergarbeiters. Belassener Schacht. Auch immer die Baustelle. Ich weiß nicht, kommen wir bei Vault 63 rein? Ahnung. Auch mal gucken. Naja, auf jeden Fall würde ich aber sagen, dass es heute mal eine kürzere Folge wird. Ich habe mich aber gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Danke auch für die vielen Tipps, Furim. Aber auch Pläne für heute Abend. Von daher danke ich mich ganz recht herzlich fürs Einschalten. Beim nächsten Mal werden wir, ja, ich weiß es nicht, entweder, keine Ahnung, Vault 63 uns mal anschauen, wenn man da rein kann. Alternativ könnten wir uns auch darauf stürzen, Ich bin der Tod, diese Hauptquest zu machen, oder halt doch nochmal eine Nebenquest im Sinne von die Säuberung oder was hatten wir hier noch? Höllenadler oder Regent der Toten. Also von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Fallout 76 und dem Neosuit.